Guten Morgen, ich hab direkt mal meinen neuen Schlafanzug angezogen. Ich bin jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche. Also eigentlich dann in der 37. quasi. Man sagt ja dann schon immer die nächste Woche, keine Ahnung warum. Aber nee, ich bin eigentlich in der 36. Schwangerschaftswoche. Also noch eine Woche und dann ist sie kein Frühchen mehr. Also dann ist die Schwangerschaft auch schon abgeschlossen. Apropos Schwangerschaft, heute hat Bonnie, also kennt ihr vielleicht, Bonnie Strange, hat heute ihren Geburtstermin. Also heute ist ihr ET. Aber man weiß ja nicht, vielleicht bleibt es noch länger drin, vielleicht kriegt sie gar keine Wehen und so. Aber ich finde es so aufregend, wenn man diese Woche dann erreicht hat, worauf man eigentlich die ganzen Monate gewartet hat, und dann es ist voll enttäuschend, wenn sie dann gar nicht kommt an dem Tag. Aber ja, ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit mit ihr im Austausch und so. Also wenn sie heute nicht kommt, dann kommt sie über ihrem ET. Und passiert ja manchmal, ist halt so. Aber ich glaube, ich fände es voll blöd. Ich glaube, ich persönlich fände es voll blöd, wenn sie zu lange noch drin bleibt. Weil ich mir jeden Tag denke, so okay, wann kommt sie? Wann ist es soweit? Und dann kann man auch nichts mehr richtig unternehmen, weil man halt denkt, sie könnte jeden Moment kommen, so. Und die Annemarie Carpendale, die war ja auch zum gleichen Zeitpunkt schwanger wie ich und wie Bonnie. Und sie hat ihr Kind bereits bekommen. Also ich glaube gestern oder vorgestern oder heute, ich weiß gar nicht genau. Sie hat auf jeden Fall noch nichts gepostet. Aber also Annemarie Carpendale ist übrigens diese Red und Tough Moderatorin. Für die, die sie nicht kennen, ich sag's immer mal. Und war krass. Ich habe so das Gefühl, dass es richtig lange dauern wird bei mir. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich über dem ET komme, aber ja, mal schauen. Weil sie ist jetzt echt schon richtig schwer. Man spürt das Gewicht voll, finde ich. Beim Schlafen ist es so. Auf dem Rücken legen ist auch schwierig. Ja. Aber ich freue mich. Juli und ich sind jetzt im Milaneo in Stuttgart. Er hat nämlich heute seine Bachelorarbeit abgegeben. Also wir waren die Bachelorarbeit noch binden lassen und dann haben wir sie abgegeben. Deswegen sind wir jetzt fertig eigentlich, aber wir dachten, wir gehen noch ins Milaneo und essen was und shoppen vielleicht. Ich habe jetzt G-Köfte bestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das eigentlich zu scharf ist, aber mal schauen. Und ich habe echt gemerkt, mein Gesicht ist viel, viel runder geworden. Wir haben heute ein paar Bilder verglichen von Anfang der Schwangerschaft und jetzt. Aber also ich habe echt schon Wassereinlagerung und sowas oder halt zugenommen. Naja. So, Juli wurde fündig. Und ich auch. Er hat sich was bei Pull&Bear geholt. Da. Und ich bei Primark. Yes. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be Wir sind jetzt wieder in Stuttgart. Ich habe das Auto gewechselt. Juli ist nach Hause gefahren und jetzt sind wir wieder in Stuttgart und haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Und Mama ist übrigens auch dabei. Wir sind jetzt hier am Schlossplatz. Katz, Mama und ich sind heute richtig outfitmäßig aufeinander angepasst. Tadada. Kat hat auch ein Jeans-Outfit. Da. Und Mama auch. Wir gehen jetzt ins Restaurant. Wir sind auch die Doc Martens Gangster heute. Wir sind jetzt im The Cube und genießen erstmal die Aussicht hier. Echt mega schönes Restaurant. Wart ihr schon mal hier? Also alle, die so in Stuttgart Umgebung wohnen. Wart ihr schon mal hier in The Cube? Wir sind das erste Mal hier. Ja, oder kennt ihr das? Hier kann man auch richtig gute Bilder machen, weil es ist komplett verglast. Ja.
voll hell. Ja, richtig gut. Schaut euch mal meine Hände an, Alter. Ich glaube, die waren noch nie so angeschwollen. Ich habe einfach so krasse Wassereinlagerungen. Und ich glaube auch an meinen Füßen, aber man sieht das jetzt nicht so. Alter. Ja, krass. Ja. Dankeschön. Ich glaube, das liegt am Wetter. Es ist so komisches Wetter gerade draußen. Ja. Aber Alter, das fühlt sich richtig komisch an. Meine Hände sehen einfach riesig aus. So, die Vorspeise haben wir schon bekommen. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich schon leer gegessen. Es war richtig lecker. Das war ein Salat mit Büffelmozzarella. Und Mama hatte Thunfisch, rohen Thunfisch mit Gemüse und Salat und blabliblups. Und das Wetter bessert sich ein bisschen. Seht ihr diesen da? Ein bisschen blau. Blitzt durch die Wolken durch. Ist hier kein Brot? Nein. Kein Brot mehr. Soll ich nach Brot fragen? Nein, nein, nein. Warum? Nee. Warum nicht? Sicher. Ich kann auch noch Brot fragen. Nein. Also hier ist eine Bombe explodiert, Leute. Okay. Kannst du morgen schön aufräumen? Alter. Soundeffekt. Jetzt muss ich alles noch aufräumen hier. Hier ist eine Bombe explodiert, weil vorhin, weil Mama nicht wusste, was sie anziehen soll. Wir waren ja heute beim The Cube. Ich bin übrigens nicht. Also ich habe ein Handtuch an. Wir waren heute übrigens bei The Cube in Stuttgart. Und falls ihr in der Umgebung wohnt, wisst ihr Bescheid. Das ist schon etwas teurer. Also etwas sehr teuer. Also ich kann euch da... Also das Essen war mega, mega lecker. Also falls ihr irgendwelche besonderen Anlässe habt oder ihr Jungs da draußen, falls ihr eure Freundin irgendwie... was Schönes tun wollt. Dann müsst ihr schon ernst meinen bei dem Preis. Ja, dann müsst ihr schon richtig ernst meinen. Dann könnt ihr gerne dahin gehen. Aber es war echt sehr lecker. Wir wurden von The Cube eingeladen. Also danke nochmal an dieser Stelle an The Cube. Durften so ein bisschen das Essen testen und waren da zusammen mit Coca-Cola. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die Leute waren dort auch voll nett. Ja, und jetzt gehen wir schlafen. Ich habe jetzt voll lange noch Leo beim Fortnite-Zocken zugeschaut. Der Leo und sein Cousin haben zusammen gespielt. Das nennen die Family Bonding Time. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, ich verabschiede mich mal für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Bye!